So, hallo, das bin ich heute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Genauer gesagt zu einem Kochvideo. Aber irgendwie gerade voll Bock zu kochen. Und zwar gibt es dieses Mal gefüllte Paprika. Habe ich ehrlich gesagt selber noch nie gemacht. Bin mal gespannt, wie ich das meistern werde. Aber am Ende, wenn wir das ja sehen, so ewig dauert es dann noch ein bisschen länger wie sonst. Aber das ist ja nicht schlimm. Hauptsache schmeckt nachher lecker. Hier habt ihr ja gerade schon gesehen, die Zutaten, stehe ich gerade daneben, aber so ein bisschen als Hintergrund, dass ihr da auch ein bisschen was zu gucken habt, außer an mir. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Wir haben hier gerade übrigens richtig professionelle Beleuchtung hier und hier, weil die Lampe da oben ist kaputt. Die geht nicht mehr, aber ich denke, das geht so. Und als erstes machen wir uns hier an die Paprika ran. Die werden geschält. Nein, werden nicht geschält, was laber ich. Da wird oben das Ding abgeschnitten, dass da ein Loch ist, dass wir die nachher befüllen können und dann waschen wir die und dann machen wir das ganze andere Zeug auch noch klein. Also wahrscheinlich stelle ich mich jetzt da gleich richtig blöd an, keine Ahnung. Ich mache das jetzt einfach mal so, wie ich das für logisch halte. So, das haben wir draußen. Dann schnippeln wir jetzt noch hier in das weiße Zeug und die restlichen Kerne voll irgendwie raus. Mit der Hoffnung, dass ich das irgendwie rauskriege. Und dann haben wir die erste Paprika eigentlich schon so gut wie fertig. Dazu nehmen wir jetzt aber, würde ich sagen, einen Löffel. Weil irgendwie kommen wir da nicht gescheit rein mit dem Messer. Oder ich stelle mich einfach nur blöd an, das kann natürlich auch sein. Hier ist natürlich kein Loch da reinmachen. Das wäre ungünstig. Sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Und dann waschen wir die jetzt noch. Jupp, die scheint dicht zu sein. Und dann haben wir die erste Paprika hier fertig und das machen wir mit dem Rest jetzt auch noch schnell. So, und da haben wir alle vier Paprikas leer. Erster Schritt ist schon mal erfolgreich geschafft. So, als nächstes kommt das Hähnchenfleisch hier dran. Das müssen wir in ganz kleine Würfelchen schneiden. Das machen wir jetzt auch mal. So, da haben wir jetzt diese ganze Box da klein geschnitten. Jetzt haben wir lauter kleine Hähnchenfleischwürfelchen. Und als nächstes werden die Karotten, normalen Zwiebeln und roten Zwiebeln geschält. Wir haben hier eine von und hier ungefähr 300 Gramm. Weiß nicht, ob ich die 300 Gramm getroffen habe. Für was schälen wir die und machen die auch in kleine Würfelchen. Aus den 6 Karotten sind jetzt 2 Schalen mit Karottenstückchen geworden. Ja, wenn es zu viel ist, egal, passiert. Und dann jetzt meine Lieblingsdinger mit den Zwiebeln. Ob man es glaubt oder nicht, naja, schaut zu, wie ich mich dem opfere. Okay, hat doch ganz gut geklappt. Da haben wir jetzt die ganzen Zwiebeln drin. Beide schon geschnippelt. Das ging tatsächlich sauschnell. Irgendwie habe ich richtig gute Zwiebeln erwischt. Auch gut. Und da wir ja noch nicht genug geschnippelt haben, dann schnippeln wir jetzt doch auch gleich noch hier den Mozzarella mit dazu. Aber besser als nachher nochmal schnippeln, mache ich lieber jetzt alles auf einmal. Den schneiden wir jetzt auf hier. Das Wässerchen davon brauchen wir nicht. So, dann haben wir einmal Mozzarella. Wir machen einfach 2 Mozzarellas. 3 brauchen wir jetzt nicht. Den heben wir einfach auf, den brauchen wir bestimmt anders mal zum Essen mal wieder. Wir gehen ja nicht verloren oder kaputt, wenn man es am nächsten Tag isst. So. Und 2. Mozzarella. Ich muss sagen, Mozzarella schneiden finde ich tatsächlich angenehm und besser wie alles andere. Aber gut, erklärt sich, glaube ich, von selbst.
Das packen wir jetzt auch noch hier in die letzte Schüssel rein. Das ist die vorletzte, aber wir brauchen nicht mehr zum Reinpacken. Und dann haben wir die ganze Schnibbelei auch erledigt. Tada! So, und nun hat sich das Ganze hier ein bisschen verändert im Vergleich zum Anfang vom Video. Wir haben die ganzen Sachen hier kleingeschnippelt, die Karotten, das Fleisch, die Zwiebeln, den Mozzarella und die Paprika haben wir auch auseinandergenommen. Und das fällt jetzt alles zum Opfer dieser Pfanne hier. Da hauen wir ein bisschen Olivenöl rein. Bisschen, ja, sehen wir dann, ob das passt. Machen die ganze Bude mal an. Und erstmal warten, bis das Öl und die Pfanne warm ist. Jo, das läuft, würde ich sagen. Und da hauen wir gleich das Fleisch rein. Das Öl ist warm und die Pfanne auch. Dann hauen wir jetzt hier mal das Fleisch rein. Los geht's, werde fertig. Einmal schön noch verteilen. Und dann dauert das Ganze jetzt kurz. Dann kommen als nächstes die Zwiebeln da rein. Die müssen wir aber nicht anbraten, richtig nur glasig anbraten, also andünsten. Und deswegen tun wir die erst jetzt hinein, nämlich schon vorher. Die müssen auch nicht arg lang da drin jetzt rumballern. Und dann passt das und dann kommt auch schon das nächste dazu. Was haben wir noch? Die Karotten als erstes, dass die ein bisschen weich werden. Und danach dann der Mozzarella und dann ein bisschen würzen. Dann haben wir das Ganze eigentlich schon in der Pfanne erledigt. Dann hauen wir mal noch schwimmt die Karotten mit rein, weil die brauchen nämlich auch noch ein kleines bisschen. So, rein mit euch. Und die hier auch noch. Und wer weiß, ob es zu viel ist. Egal, es ist gesund. Kann eigentlich nicht so viel sein. So. Und dann darf das alles hier ein bisschen weich werden und anbraten. Im gleichen Zuge kommt hier noch ein bisschen das Tomatenmark hinzu, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, das sollte passen so. Und das rühren wir dann auch noch schön mit hier rein und vermischen das, dass sich das überall witzig verteilt. Und dann hauen wir noch ein paar Gewürzchen mit rein. Dazu braucht man allerdings zwei Hände. Da hätten wir einmal das Salz, dann den Pfeffer und so schöne kleine italienische Kräuterchen. Das müssen wir jetzt mal auffummeln und dann kommt das alles hier zu rein. Eine relativ gute Menge und wir machen da schon ruhig ein bisschen was rein. Und jetzt vermischen wir das alles nochmal schön. So sieht das Ganze jetzt inzwischen aus. Es hat eine wunderschöne Farbe bekommen, würde ich mal sagen. Richtig lecker riechen tut es auch schon. Ich freue mich schon richtig drauf. Und in der Zeit, wo das hier noch ein bisschen in der Pfanne vor sich hin ballert, machen wir uns noch einen schönen Salat für nebenbei. Tada! So, und für ein paar Minuten kommt dann noch hier unser leckerer Mozzarella dazu, dass der so ein bisschen anschmilzt. Sollte aber nicht komplett durchschmelzen, einfach nur die Futter noch bleiben. Sollte nur noch ein bisschen weicher werden, wie er eh schon ist. Ja, so ein bisschen anschmelzen. Und dann haben wir das Ganze in der Pfanne eigentlich durch. Irgendwie wird das mit einer Hand nicht ganz so gut. Die Pfanne macht auch, was sie will. Und dann können wir das auch gleich in die Paprika füllen. Da haben wir unsere schöne Paprika auch schon, die wir dann nachher gleich in die Auflaufform hier stellen, weil das muss noch ein bisschen in den Ofen. So, dann versuchen wir es hier mal schön reinzupacken.
um reinzufüllen und gucken, dass wir da möglichst viel reinkriegen. Was sieht das aus, als ob da einiges übrig bleibt? Oh, der Käse zieht richtig schön hier seine Fäden. Mal ein bisschen vermischen, dass wir von allem was kriegen. Richtig schön da reinstopfen. Boah, Alter. Geil. So. Schön oben drauf von dem Käse. Bleibst du bitte da. Danke. Und den Rest, den füllen wir jetzt hier einfach noch daneben in die Schale rein. Das wird dann schon passen so. Und die Katzen machen da schön Krach im Hintergrund. Miau, miau. Ja, ihr kriegt auch gleich was zu essen. Das ist gar kein Problem. Miau, miau. Das haben wir hier drin. Das passt so. Das sollte auch nicht zu viel durch die Gegend laufen. Und so sieht das Ganze jetzt aus, wenn es fertig gekocht, gebacken und sonst was ist. Nein, nicht gebacken, aber gekocht und aufgefüllt. Und das kommt jetzt gleich noch 20 Minuten in den Ofen. Hier habt ihr nun das Endergebnis davon. Sieht das fertig gebacken aus? Ui, die Kamera läuft direkt mal an hier. Was aber zu warm ist, es dampft sogar noch gerade frisch aus dem Ofen rausgeholt. Der Käse ist richtig schön drüber gelaufen. Und dazu gibt es dann noch dieses leckere Salatchen. Salätchen, wie auch immer. So, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also es riecht schon sehr lecker. Probieren werde ich es gleich. Und viel Spaß beim Nachkochen, Backen. Und könnt ihr mir dann sagen, wenn ihr das mal gemacht habt, ob es euch geschmeckt hat. Und damit verabschiede ich mich für euch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.